Hallo liebe Gartenfreunde, ich freue mich, dass ihr heute alle wieder da seid bei Gärtner Pötschkes grünen Tipp. Vielleicht habt ihr ja schon mal von einer eigenen Obsternte geträumt, aber einfach keinen Platz für einen großen Apfel- oder Kirschbaum. Dann kommt euch mein heutiges Thema sicher gerade recht. Heute dreht sich alles um platzsparendes Säulenobst für Balkon und Terrasse. Nicht jeder hat einen großen Garten. Aber deshalb muss man nicht auf frisches Obst aus eigener Ernte verzichten. Denn die Alternative ist sogenanntes Säulenobst. Mit seiner schlanken Form ist es optimal für Kübel, die man dann auf eine Terrasse oder sogar auf einen kleinen Balkon stellen kann. Säulenobst wächst nämlich hauptsächlich in die Höhe und weniger in die Breite. Ein ungefähr 10 Jahre alter Apfelbaum ist ungefähr 70 cm breit, das ist nicht sehr viel. Und die Höhe kann man durch Schnitt von Anfang an selber bestimmen. Wichtig ist für euer Säulenobst, dass ihr ein ausreichend großes Pflanzgefäß wählt. Das bedeutet mindestens 40 Liter Erdvolumen und natürlich ein Wasserabzugsloch. Als Substrat wählt ihr eine gute Topferde und gebt bei der Pflanzung einen Langzeitdünger dazu. Dann nicht vergessen, regelmäßig im Frühjahr und im Sommer nochmal nachdüngen. Besonders toll ist, dass gerade Säulenäpfel, wie hier zum Beispiel der Cox columnar, fast ohne Schnitt rank und schlank aufrecht wachsen. Lediglich die Seitentriebe werden ein bisschen eingekürzt. Andere wiederum, zum Beispiel Birnen, Süßkirschen, Aprikosen und Zwetschgen, benötigen ein wenig mehr Schnitt. Das heißt, der Leittrieb und die Seitentriebe müssen im Sommer etwas eingekürzt werden. Nach dem Rückschnitt sollten die Seitentriebe etwa 20 bis 30 cm lang sein. Dabei bleiben die unteren Triebe immer etwas länger als die oberen Triebe, wie bei einem schlanken Weihnachtsbaum. Komplizierte Rückschnittmaßnahmen, wie bei anderen Obstbäumen, entfallen aber. Vom Frühjahr bis zum Herbst fühlt sich euer Säulenobst an einem sonnigen Standort wohl. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann stellt es im Winter, vor Frost geschützt, direkt an die Hauswand an der Südseite eures Hauses. Ist dies nicht möglich, dann könnt ihr den Topf vor stärkeren Frösten mit Luftpolsterfolie oder mit Vlies schützen. Und denkt daran, an frostfreien Tagen auch im Winter zu gießen, wenn auch ein bisschen weniger als im Sommer. Denn die meisten Pflanzen erfrieren nicht im Winter, sondern sie vertrocknen. Ab dem zweiten Standjahr könnt ihr bei eurem Säulenobst mit den ersten Früchten rechnen. Ich wünsche euch jetzt schon einen guten Appetit und viel Spaß bei der eigenen Obsternte auf Balkon und Terrasse. So, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen.